man sieht das. Hä, wieso? Das ist 5 Monate. Ich habe mit den Fingern gezählt. August, September, Oktober, November, Dezember. 5 Monate. Nein, 4. August, September. Der August ist doch schon weg. Nein. Ja, der fängt gestern. Der fängt gerade. Ja, aber ich stopfe doch da gerade das Augustgeld in den Umschlag. Ach so. Also wer kann nicht mehr rechnen? Du. Nee, ich kann rechnen. Naja, lass doch mal. Kann ich halt meine Zuschauer bewerten, ob ich rechnen kann. Naja. Ah. So, Vereine bekommen 20. Dann sind wir hier bei 215 Euro schon. Das ist auch krass, oder? Ich brauche gar nicht mehr so viel. Aber egal. Also das da bleibt, das tue ich raus. Und den da mache ich rein. Ich habe am liebsten immer das ganze große Geld da irgendwie reingestopft, überall. So, Autosteuer bekommt 20. Die Amy möchte spielen. Deswegen knurrt sie gerade und mein Mann ignoriert sie einfach. Dieser arme, gequälte Hund. Mein Spaß. So, Rente bekommt 25. Dann sind wir bei 180, oder? 60, 80, ja. Ich kann keinen Platzhalter reintun. Ja, okay, geht nicht anders. Muss ich so machen. Ich kann auch kein Geld wechseln. Ich muss jetzt aber hier die 50er loswerden. So, GEZ bekommt 20 und ich muss diese 50er loswerden. Dann sind wir hier auch bei 20. Also GEZ hatten wir jetzt erst raus überwiesen. 20. Und die Pacht bekommt 40. Dann sind wir bei 320. Und hier kann ich, glaube ich, 50er loswerden. 100, 200, 300. Ne, machen wir das so. 300, 20. Genau. Amtliches bekommt nichts. Wir sind eigentlich jetzt in meinem Buch bei den Kindern. Also ich habe schon wieder irgendwie voll die Unordnung in den Umschlägen. Der Umschlag, den hole ich jetzt dann raus. Der wird jetzt dann leer sein, weil wir haben Sommerferien. Das heißt, jetzt in Sommerferien gehen die Kinder in die Camps. Jana ist jetzt aktuell auf ihrem ersten, und zwar in der Schweiz. Und dann wird dieser Umschlag ab September leer sein. Und auch nicht mehr hier drin vorkommen. Deswegen ist der hier im Buch nicht aufgeführt. Aber da habe ich eh schon alles zusammen. So, die Kinder bekommen 30, jeweils 10, und jetzt habe ich da ein zu viel liegen. Egal, das macht dann 963 und ich mache die jetzt als Platzhalter rein, weil das ist einfach ein Sparumschlag. Ein Teil des Geldes liegt auf der Bank und das kriegen die Kinder dann zum 18. Geburtstag. Ist zumindest so geplant. Mal gucken, was bis dahin noch alles kommt. So, jetzt habe ich hier irgendwie noch zu viel Geld liegen. Ich habe schon wieder... ich habe nicht zu viel Geld liegen. Ach ja, immer das kapiert sie. Will sie das? Ich habe nicht zu viel Geld liegen, und zwar 60 Euro bekommt die Besitzerin der Pferde. Und was macht der Papa? Du kriegst gar nichts. Stimmt, ich verdiene so viel. Und dann 50 Euro für den Reitunterricht für Jana. Eigentlich müsste ich mir das jetzt als Bargeld zur Seite legen, aber ich habe, weil Jana jetzt im Camp ist und jetzt nicht reiten war, ich dachte gerade, ich hätte jetzt noch 25 Euro drin vom Reiten. Ach doch, die war ja beim Reiten. Heute ist nur kein Reiten gewesen. Also, ja, habe ich doch nichts über. Aber egal, wenn sie dann reiten geht, dann tausche ich den einfach in Bargeld und leg den in den Umschlag rein, wo ich das Bargeld rausgeholt habe.
So, das tue ich dahin. Das war dann das. Und dann müssten wir hier rein theoretisch noch 180 Euro liegen haben. 150, 60, 70, 80. Das stimmt und alles irgendwie als Platzhalter, aber macht nichts. Und auch Großgeld. Nee, das macht nichts. So, ich habe mir nämlich gedacht, ich nehme diesen Monat 160 Euro zum Spielen. 160 Euro zum Spielen? Ja. Du hast ja Geld. Ja, gell, alles aus dem Leben und Tanken gespart letzten Monat. Ja, ich kann das jetzt echt nur so da rein tun. Dann muss ich mir das dann einfach wechseln. Das ist auch nicht schlimm. So, 160 für die Spiele. Und dann habe ich noch, muss ich auf die Seite rübergehen, gedacht, dass ich in Schulandheim und im Black Friday jeweils 10 Euro rein tue. Einmal im Black Friday 10 Euro, dann sind wir bei 240. Und in Schulandheim 10 Euro, aber wir haben hier nur 80 drin. Ich habe gestern Abend noch nochmal 10 Euro rausgeholt, weil Jana ja ins Camp gefahren ist. Und erst so, habe ich mir gedacht, okay, ich gebe ihr 10 Euro mit. Mein Mann hat aber gemeint, er wünscht sich dann, dass sie ihm ein Andenken mitbringt. Und dann habe ich nochmal 10 Euro dazu gegeben. Ja, Schweizer Schokolade. Ja, genau, die geht nämlich in die Schweiz und dann auch in die Schokoladenfabrik. Genau, und mein Mann hat sich dann gewünscht, dass sie ihm da eine Schokolade mitbringt. Deswegen habe ich dann nochmal 10 Euro rausgeholt, dass sie 20 Euro als Taschengeld dabei hat. So, dann komme ich hier jetzt bei Black Friday noch 10 Euro rein. Und ins Schullandheim. So. Das hier werde ich dann nachtragen, sobald ich überwiesen habe. Was hast du denn jetzt geschmissen? Ein Kleber. Das rechne ich dann alles ohne euch zusammen. Und genau, das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Abo von euch und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.